Es ist mir eine Ehre, hier mal vorne stehen zu dürfen und das jetzt zu erzählen über das holistische oder ganzheitliche Weidemanagement. Ich habe 20 Minuten Zeit und ich habe gesagt, das ist eine Herausforderung, weil ich könnte jetzt hier 5 Tage reden und mal sehen, wie ich das auf 20 Minuten runtergebrochen kriege. Genau, wir kommen vom Scheuerhof in der Eifel im Westen von Deutschland nahe der Grenze zu Luxemburg. Und wir wohnen da, der Scheuerhof wurde das erste Mal erwähnt im 11. Jahrhundert. Wie wir dazu kamen, dass wir das jetzt machen, will ich gar nicht so viel erzählen, weil das habe ich in der Webinarreihe schon erzählt, für die ich jetzt hier mal ein bisschen Werbung mache, weil der Stefan und der Manuel eine ganz tolle Webinarreihe ins Leben gerufen haben und da kann das jeder auch noch nachgucken, weil die Alten sind ja auch noch zu gucken. Ja, und ich erzähle nicht immer gern Sachen doppelt. Also, genau, was möchte ich heute erzählen vom ganzheitlichen Management? Die erste ging. Ja, es geht. Genau, wie gesagt, zum Scheuerhof sage ich gar nicht viel mehr, außer mal ein Bild davon, dass ihr seht, wo wir so herkommen. Und habe dann mir überlegt, was kann ich in 20 Minuten, wie kann ich das ganzheitliche Management, dass man die Essenz sozusagen versteht. Ja, hier ist der Hof direkt am Fuße vom Neuerburger Kopf. Das ist ein alter Vulkankegel oder ein relativ junger Vulkankegel. Der soll in 10.000 Jahren wieder ausbrechen. Also von daher sind wir da auf sehr heißem Boden, was die Erdgeschichte angeht. In der Vulkaneifel. Und als wir angefangen haben mit dem ganzheitlichen Management, war es so, dass ich die Idee hatte, ich bin immer die mit den Ideen und der Kali ist immer der, der ausbremst. Und dann habe ich davon gelesen und habe gesagt, das muss ich machen, das muss ich ausprobieren, weil da kann ja einer viel erzählen, was das so bringt. Ich bin immer einer, ich muss das testen. Das heißt, ich habe am Anfang kilometerlange Zäune alleine gestellt, weil ich zu hören gekriegt habe, du hast sie ja nicht mehr alle. Ja, jetzt meine schönen großen Wiesen, jetzt machst du mir die kaputt, machst hier Zäune rein. Ich komme nachher nicht mehr mit dem Traktor durch und ja. Ich bin, wie ich bin. Wenn ich was rauskriegen will, dann bin ich ein bisschen stur und habe das eben durchgezogen. Und das Schöne ist, wir hatten ganz schnell solche Ergebnisse, dass ich keine Zäune mehr alleine bauen brauche. Wir haben, als wir das erste Jahr gemacht haben, habe ich das nur aus den Büchern, aus dem Internet gemacht. Und ich habe immer gedacht, ich habe das Gefühl, da fehlt noch was. Irgendwie haben wir das noch nicht richtig verstanden. Und wir hatten im November 2017 dann unseren ganzheitlichen Managementkurs auf dem Hof. Wir haben das englische Savory Hub eingeladen, dass die uns das beibringen. Und das hat unsere Sicht auf die Weide, auf den Boden allgemein total verändert. Ja, also danach war alles anders. Dazu kann ich noch sagen, ich habe Landwirtschaft gelernt, ich bin Tierärztin, eben der Kali ist Landwirtschaftsmeister, das heißt, wir haben ja auch schon ewig was damit zu tun, aber jetzt machen wir es ganz anders als alles, was wir gelernt haben. Und ja, das ist auf der einen Seite eine schöne Herausforderung, weil es ist gar nicht so einfach, sein Denken so umzustellen, was man schon ewig lang gemacht hat. Und wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Aber es ist auch total lehrreich und total spannend. Genau, das Wichtigste, was ich mir eben für die 20 Minuten rausgesucht habe, ist der ganzheitliche Kontext. Weil ganz oft werde ich gefragt, ja, was soll ich, wie viel Kühe macht ihr denn pro Hektar? Oder wie hoch lasst ihr abweiden oder sowas? Und das kann ich nicht sagen, weil das hängt ab von dem ganzheitlichen Kontext. Und der ganzheitliche Kontext, hier ist Alan Savory, von dem, der das ganzheitliche Management entwickelt hat, kann ich nur empfehlen, von Alan Savory gibt es einen ganzen tollen TED-Talk im Internet, geht ungefähr 20 Minuten, kann man sich mal angucken, weil es ist wirklich sehr faszinierend, wie er dazu kam. Und ja, der ganzheitliche Kontext bedeutet einfach, dass ich mir überlege, wo
würde ich gerne hin mit meinem Betrieb? Und das ist halt für jeden anders. Ja? Also unser Betrieb ist anders wie euer Betrieb, wie euer Betrieb. Jeder hat andere Zielsetzung und damit erstelle ich den ganzheitlichen Kontext. Und was wichtig ist, dass man hierbei nicht in, wie soll es in 2 Jahren aussehen, denkt, sondern wie soll es in 500 Jahren aussehen. Ja, wie sollen meine Nachkommen in 500 Jahren noch leben können? Was muss ich heute dafür machen, dass das noch möglich ist? Ja, und gerade aktuell wissen wir ja, wenn wir so weitermachen wie bisher, gibt es noch 60 Ernten oder so? Also wir müssen was ändern. Und das fand ich auch schon eine sehr spannende Denkweise, weil ich war nicht gewohnt, so zu denken. Ja, wie soll es in 500 Jahren aussehen? Weil wir irgendwie immer nur so, ja, vielleicht bis wir in Rente gehen, ja, oder bis wir mal sterben. Vielleicht auch noch für unsere Kinder, aber dann ist irgendwie Ende. Und genau, das haben wir da gelernt. Das heißt, das ganzheitliche Management ist dann ein Entscheidungsprozess. Das heißt, wenn ich mal meinen ganzheitlichen Kontext erstellt habe, dann gibt es eben eine ganze Menge Entscheidungen, die man treffen kann. Und wenn wir uns das mal genauer angucken, also hier ist der ganzheitliche Kontext, das heißt, da gehört dazu auch meine Lebensqualität, wie soll die aussehen? Will ich jeden Tag 14 Stunden arbeiten? Will ich auch mal in Urlaub fahren oder sowas? Ja, das gehört alles dabei und das ist ja bei jedem unterschiedlich, da sind ja nicht alle gleich. Zukünftige Ressourcenbasis, das ist das, was ich meinte. Wie sieht es für unsere Enkel und Enkelsenkel und sowas noch aus? Was wollen wir haben? Und dann der untere Teil, hier ist auch die Rückkopplungsschleife, die haben wir gestern auch schon mal gesehen in der Art. Das heißt, letztendlich wurden viele Sachen da zusammengefasst in diesem Entscheidungsprozess und was wir uns jetzt angucken, ist ein kleiner Teil daraus, eben das ganzheitliche Beweiden. Ja, einfach mal, um es ein bisschen in Relation zu setzen. Also es ist nicht, es wird immer, oder ich habe früher auch gedacht, ganzheitliches Weidemanagement, das ist halt, wie man die Kühe über die Wiese tut. Aber das ist es nicht, ja, sondern all das andere gehört dazu. Genau. Aber wenn wir uns jetzt diese kleine Ecke da unten angucken, eben den Weideplan, dann möchte ich mal beispielhaft die Denkprozesse, Entscheidungsprozesse, die man damit einfließen kann, erwähnen. Und ja, das sind, wie gesagt, Beispiele. Das ist auch nicht vollständig, aber dass man mal eine Idee kriegt. Genau, wir haben einmal das Vieh, wir haben unsere Herde, um die wir uns kümmern und da müssen wir gucken, wie kriegen wir die nötige Futtermenge hin. Dann müssen wir gucken, haben wir genug Schatten für die Tiere zur richtigen Zeit. Ja, wenn es jetzt 40 Grad draußen ist, brauchen die eben Schatten. Wir müssen gucken, dass sie Witterungsschutz haben, eben wenn sie jetzt zum Beispiel, je länger sie in den Winter draußen gehen oder vielleicht auch nachher im Winter. Dann muss man gucken, ja, wie geht es dem Landwirt dabei? Eben will der vielleicht auch mal Ferien haben oder jetzt sind wir ein paar Tage weg. Das muss gemanagt werden. Wie sieht das aus mit den Arbeitsspitzen? Wo tun wir die Kühe hin, wenn zum Beispiel Getreideernte ist oder wenn Säen angesagt ist? Wenn man also gar nicht so viel Zeit hat, vielleicht zum Zäune bauen und zum Tiere umtreiben. Wo tun wir die Kühe hin, wenn wir, nach England zur Crownswell fahren und ein paar Tage weg sind? Ja, dass wir niemandem Fremden zumuten müssen, die Kühe über schwierige Wege zu bringen und so weiter. Dann das Ökosystem spielt eine Rolle, weil eben ein Ziel des ganzheitlichen Managements ist, das Soziale, das Ökologische und das Ökonomische immer weiter zu verbessern. Und das heißt, wir wollen im Ökosystem, wo wir nur können, Gutes tun. Und da müssen wir gucken, wie sieht das aus mit dem Wild? Wollen wir Wild haben? Auch das ist eben eine Frage mit dem ganzheitlichen Kontext. Will man das dabei haben oder nicht? Und je nachdem, wie das aussieht, muss man eben danach managen. Das heißt, wir sagen,
jede Tierart mehr unterstützt 8 weitere Tierarten. Das heißt, je mehr Wild da ist, umso besser. Das heißt aber auch, ich muss das ernährt kriegen. Ja, das heißt, wie kriege ich so viel Gras zum Wachsen, dass neben meinen Kühen auch noch möglichst viel Wild fressen kann. Wir haben bei uns viel Muffelwild. Da freue ich mich immer, wenn die dann über die Wiesen gehen und zusätzlich als andere Tierart ja, die Weide bereichern. Artenreichtum, eben ein ganz, ganz großes Thema. Nicht nur jetzt bei den Tieren, auch bei den Pflanzen. Es werden Bäume gesetzt. Artenreichtum ist für mich jetzt auch ein ganz wichtiger Bestandteil im Boden. Wir arbeiten mit Komposttee. Wir gucken uns die Bakterien an und die Pilze an, weil ich einfach denke, dass der Artenreichtum eben im Boden schon anfängt und dass sich das dann oben weiter fortsetzen muss. Dann steht im Mittelpunkt natürlich neben dem Vieh auch das Gras. Auch da gibt es einige Punkte. Wie können wir maximalen Ertrag bekommen? Also ich denke schon in Ertragsdimensionen, und zwar hohen Ertrag mit guter Qualität, und es ist machbar. Wie kann ich mulchen? Da habe ich ja nachher noch ein Beispiel dazu, um den Boden möglichst gut zu bedecken. Und wenn ich dann eben meinen ganzheitlichen Kontext erstellt habe, dann überlege ich mir, wie kann ich mit den Kühen als Werkzeug das erreichen? Und ja, das war auch so ein Umdenken, weil bisher standen immer die Kühe so im Mittelpunkt, dass man eben überlegt hat, wie kann ich die Kühe optimal versorgen? Und jetzt sind die Kühe nur noch Werkzeug für das große Ganze. Und das war auch sehr viel Umgewöhnung. Ja, hier sehen wir einfach eine Weide. So sieht das dann aus. Es sieht alles schön grün aus. Von Weitem, ja. Aber wenn man dann mal von oben guckt, sieht man, hier ist ganz schön viel blanker Boden. Und so sah das bei uns früher auch aus. Wir haben hier Moos. Moos ist immer ein Zeichen von Verdichtung. Ja, hier sind auch Regenwurmhaufen. Aber trotzdem ist hier ganz viel blanker Boden, ganz viel Moos. Und uns war gar nicht früher so bewusst, wie schlecht das ist. Und mittlerweile sieht das bei uns so aus. Das heißt, teilweise muss man wirklich buddeln, ehe man nochmal an den Boden kommt, weil ganz viel Bewuchs da ist. Das heißt, der Boden ist sehr geschützt. Es sind verschiedene Schichten drauf. Das heißt, das Wasser kann besser einsickern und so weiter. Ja, und das mache ich mit der Herde als Werkzeug. Das ist das, was ich eben meinte mit dem Mulchen. Wenn ich das Gras sehr hoch habe und tue die Herde in hoher Besatzdichte da rein, die legen halt sehr viel platt. Damit wird der Boden bedeckt. Ich habe also die als ein Werkzeug für das ganzheitliche Management die Tiere. Und da habe ich einmal das Beweiden, aber man sagt eben auch, dass die Tiereinwirkung, das heißt, die machen noch viel mehr als nur zu grasen. Grasen ist ja nur alles, was sie mit dem Maul machen, alles andere ist eben dann die Tiereinwirkung. Das sind die Klauen, das sind die Kotfladen, das sind, was weiß ich, die Bakterien, die sie mit der Nase abgeben und so weiter. Und so kann das dann aussehen, wenn die Herde da wegkommt. Also hier waren die dann davor, da sind sie jetzt. Und hier wurde dann halt sehr viel gemulcht und ein paar Tage später sieht das dann so aus. Und wir haben am Anfang gedacht, oh mein Gott, weil sowas hatten wir früher nie gesehen. Da haben wir gedacht, was soll daraus werden? Aber es dauert nicht lange und das Gras wächst durch. Und wie gesagt, danach ist der Boden schön geschützt und man findet kaum noch freien Boden. Ja, man muss an manchen Stellen wirklich schon buddeln gehen und an den Stellen merkt man auch, dass das Gras besonders gut wächst. Wir haben es noch nicht überall so, vor allen Dingen, da wir jetzt mit der Herde auch weiterziehen. Ich darf aus meinem inneren Bereich sozusagen raus mit dem ganzheitlichen Management und da, wo die Kühe noch nicht so oft waren, sieht es noch nicht ganz so aus, aber wir arbeiten dran. Ja, dann weiß man einiges vom Gras, was wir uns auch zunutze machen. Wenn das Gras weniger als 50% genutzt wird, dann wächst es einfach weiter und damit kann man eben in sehr hohe Erträge kommen. Wenn Gras schon zu 70% genutzt wird, dann stellt ein Großteil der Wurzeln das Wachstum ein und es ist erstmal Pause. Und wenn
das Gras ganz runtergefressen wird, dann hole ich mir sozusagen die Photovoltaikanlagen aus dem Boden weg und ja, es ist erstmal eine ganze Weile Pause. Und im ganzheitlichen Management wird im Prinzip garantiert, dass man doppelten Ertrag bekommt. Warum können die doppelten Ertrag garantieren? Weil der in der Regel noch viel höher ist. Und das war für mich auch so eine Sache, wo ich gedacht habe, das gibt es nicht. Wir haben ja lange Zeit schon Landwirtschaft betrieben, man probiert höhere Erträge zu kriegen, eben früher noch über Düngung und alles Mögliche und doppelten Ertrag. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, wir haben es jetzt erlebt, es ist total spannend. Und das erste Plateau, was den Ertrag angeht, ist über Weiden vermeiden, dann nachher über Pausieren vermeiden, an dem Punkt sind wir jetzt, also das Überweiden haben wir abgehakt, das haben wir verstanden, mit dem Überpausieren, das ist jetzt nochmal eine ganz neue Denkrichtung, dass man einfach sagt, okay, wir müssen noch schneller mit der Herde da drüber ziehen, dass das Gras nicht zu lange Pause hat, wir brauchen im Prinzip dann eine höhere Besatzdichte, das heißt, man braucht nachher im Endeffekt, um auf das Plateau zu kommen, ja, die Frage ist, können wir das hier erreichen, weil ich glaube, dann braucht man tausende Tiere. Da kommen wir hier nicht hin, das schafft man in anderen Teilen der Welt. Ja, so ein bisschen, was wir zu sehen kriegen, hier sind Gräser, die ein bisschen älter sind, hier sind jüngere Gräser, hier ist die Bodenbedeckung. Allein dadurch hat man doppelten Ertrag, weil die Gräser halt viel, viel dichter stehen. Hier war ein ganz schönes Beispiel, das war ja, im ersten Winter, wir haben versucht, die Kühe so lange wie möglich draußen zu halten, weil die Idee ist halt, möglichst kein Diesel zu verbrauchen. Die Kühe sollen sich draußen ernten. Das Dumme war, da hat es 6 Wochen geregnet und ja, wir haben das 2 Tage geguckt. Die Kühe kamen immer, jeden halben Tag kommen die weiter und das sah aber so aus und haben wir gesagt, nee, komm, das ist zu viel Tiereinwirkung, ehe wir da alles neu einsehen müssen, tun wir die Tiere wieder rein in den Stall. Wir haben die also reingetan und einen Monat später gucke ich darüber und habe gedacht, das ist ja grün. Ja, und man sieht hier 26. Dezember. Und das Schöne war, es war nicht nur grün, sondern früher war auf dieser Wiese hauptsächlich Hahnenfuß und ich würde sagen zu 90% Hahnenfuß da am Wasser, jetzt ist zu 90% Gras. Das heißt, diese hohe Tiereinwirkung hat sehr zu unseren Gunsten gearbeitet. Nur das wäre was, hätte man uns das vorher gefragt, hätten wir uns ja nie getraut. Ja, das war so ein Versehen. Das heißt, das, was die Kühe mit den Klauen machen, ist extrem wichtig, nicht nur das, was sie mit dem Maul machen. Ja, unsere Erfahrungen, wie gesagt, mittlerweile ist es so, dass wir die Zäune zu zweit bauen. Ich baue nicht mehr alleine. Wir haben die Kühe dieses Jahr schon einen ganzen Monat länger draußen haben können wie letztes Jahr. Oder man rechnet im ganzheitlichen Management in Tiertagen, wobei ein Tiertag das ist, was eine Kuh an einem Tag frisst. Und wir hatten jetzt 2019 schon 1200 Tiertage mehr als das Jahr davor. Hier habe ich eine Bodentiefe gemessen, auch da merkt man, es ist viel, viel lockerer. Wir haben eben schon in der Pause mal erzählt, unsere Zaunsfältchen bleiben nicht mehr stehen, weil der Boden so locker ist. Wir haben hier einen Wasserinfiltrationstest gemacht, das war auch erst irgendwie vor 3 Wochen, weil ich das für einen Zeitungsartikel brauchte. Und das, ja, in 1 Minute 20 Sekunden war das Wasser weg, was ein Jahr davor noch, nach einer Viertelstunde hatten wir abgebrochen, weil es nicht weggesickert ist. Also man sieht eine riesige Veränderung. Das war am 23. November, also eben auch kein Frühlingsbild. Oder wer unsere Filme auf YouTube kennt, auf der Wiese hatten wir die Kühe am 1. Januar und das war einfach ein total schönes Bild. Ja, was kriegen wir? Allerhöchstes Tierwohl. Die Tiere brauchen nicht mehr alles zu fressen, was ihnen vorgesetzt wird, sondern nur, sie können sich das Beste aussuchen. Das war Ende August 2018, als rundherum schon alles braun war, hatten wir noch grünes Gras durch den Mulch. Artenreichtum haben wir mehr, eben auch beim Gras, der Besatz verändert sich. Unkraut wird weniger, Unkraut auch in Anführungsstriche, weil ich sehe das inzwischen ganz anders.
und vor allen Dingen viel, viel mehr Lebensqualität. Ja, also allein das, es macht einfach Spaß, die Kühe immer wieder auf ein neues Stück zu tun. Wenn andere Leute uns sagen, boah, das ist aber viel Arbeit, kann ich sagen, nein, das ist Lebensqualität. Ja, also es ist einfach nur schön. Genau, hier auch nochmal ein bisschen Werbung, weil wir haben jetzt demnächst wieder Seminar zum ganzheitlichen Management und ich habe auch noch was mitgebracht hier. Auf dieser Homepage gibt es einmal eben so ein kleines E-Book, wie man immer mehr ein Gefühl für seinen Boden kriegen kann, weil das eine ganz wichtige Sache ist. Aber da gibt es auch noch ein kostenloses Webinar über ganzheitliches Management für jedermann. Also wen das interessiert, das ist dann nicht für Landwirte, sondern wirklich für jedermann, weil dieses ganzheitliche Denken geht uns alle an. Vielen Dank. Ganz kurze Frage, wird das auch mit Pferden gehen, mit einer Pferdeherde? Ja, wir haben es mit Pferden auch gezeigt im letzten Jahr, weil ich die Frage öfter kriege und wir haben 6 Pferde auf 2 Hektar Wiese gehalten, wo wir dasselbe Prinzip gemacht haben. Die kamen nicht zweimal am Tag weiter, sondern einmal die Woche, aber die waren auf 2 Hektar das ganze Jahr. Jetzt im November haben wir sie da runtergeholt, weil es auch zu nass wurde, aber von März bis November auf 2 Hektar und die Wiese sah danach noch top aus, wären sie das Jahr davor so aus. 6. Und vielleicht anschließend, wie oft wurde dann die Wiese quasi beweidet einmal im Jahr? Und was ich eigentlich fragen wollte, du hast gesagt, es wird gemulcht. Meintest du damit einfach, dass die Tiere das runtertreten oder fahrt ihr wirklich auch nochmal mit dem Mulcher drüber? Nee, das, was die Tiere hier gemacht haben, wovon ich die Bilder gezeigt habe, das nenne ich Mulchen. Also, dass einfach der Boden bedeckt wird. Aber nur mit den Tieren als Werkzeug. Da fährt keine Maschine mehr. Um unseren engeren Bereich, da war jetzt 3 Jahre kein Traktor mehr drauf. Doch einmal, als wir Bäume gesetzt haben, um die Bäume zu gießen mit Wasser. Das kommt drauf an. Also, und das ist auch spannend. Wir haben eine Ecke, wo die so zweimal drüber gehen. Das heißt, da waren sie 5-mal drauf, während sie auf anderen Flächen nur 2- oder 3-mal drauf waren. Und da, wo sie 5-mal drauf waren, ist das Gras am proppersten. Das heißt, ich habe so gelernt, dass die Natur einfach zeigen will, wozu sie fähig ist, wenn wir sie nur machen lassen. Total spannend. Ich wollte noch zu der Vielfalt fragen. Du hast gesagt, die Wiese hat sich oder weiter geändert, also mehr Gräser. Was hat sich da genau geändert? Der Löwenzahn wird weniger, weil wir hatten früher so eine typische Gülleweide mit ganz viel Löwenzahn halt. Der wird immer weniger, dafür kommt mehr Klee, es kommen auch andere Kräuter mehr. Die Gräser verändern sich auch. Ich habe das Gefühl, es kommen mehr von den horstartig wachsenden. Und das Fressverhalten der Kühe ändert sich, das war auch ganz spannend, weil am Anfang habe ich immer gedacht, die Kühe haben das Buch nicht gelesen, weil da heißt es immer, die fressen schön gleichmäßig ab und das haben sie nicht getan. Sie haben manchmal ganz kurz gefressen, manche Sachen hochgestanden. Da habe ich gedacht, ist aber anders als im Buch. Und mittlerweile im Herbst war es jetzt so, dass sie gleichmäßig gefressen haben. Da habe ich gesagt, sie haben das Buch gelesen. Habt ihr auch Flächen, die weiter weg sind oder alles arrondiert? Und wenn ja, wie kommt ihr dorthin? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also wir waren jetzt schon auf Flächen dieses Jahr, wo ich früher gedacht habe, da können wir nie mit der Herde hingehen, weil das ist ja zu weit weg. Wir haben Flächen, wo wir noch nicht mit den Tieren waren. Da werden wir, denke ich, auch nicht hinkommen. Da wird dann halt nur Heu gemacht. Und da sieht man aber auch einen Riesenunterschied zwischen den Flächen. Also das merkt man richtig. Da, wo nur Heu gemacht wird und da, wo die Herde ist, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber wie gesagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wir haben jetzt noch ein Stück mit Weiden, wo ich denke, da müssen wir doch irgendwie durch den Wald da durchkommen. Also da werden wir auch noch was austüfteln, dass wir noch auf mehr Flächen hinkommen mit den Tieren. Wir laufen frei, weil das sind 80 Tiere, die dann irgendwie zu verladen, das ist ein bisschen schwierig. Du hast gesagt, die Kühe treibt ihr, ich glaube, 2-mal am Tag um, die Pferde 1-mal in der Woche. Wonach entscheidet ihr, wie lange die Tiere dort bleiben oder wie schnell ihr umtreibt? Bei den Pferden ist es nicht so wichtig, die müssen nicht die Leistung bringen. Von den Kühen wollen wir ja Leistung, das heißt, wir wollen aus Sonnenenergie Fleisch produzieren und die werden halt häufiger umgetrieben.
Ja, bei den Pferden ist mir das egal. Das heißt, das ist mehr so eine arbeitstechnische Entscheidung. Ich denke, wenn man... Nee, bei den Pferden wäre es auch gut, wenn sie zweimal am Tag umgetrieben würden, aber dafür haben wir keine Zeit. Ja, reicht einmal die Woche und ist auch gut. Hat auch schon einen Rieseneffekt. Ja. Viviane, folgende Frage. Man hat ja auch Heu auf der Wiese. Und wie ist es dann mit diesem Mulch, mit dieser Mulchschicht? Hängt ihr dann im Heu nicht, wenn der Heumer hat von deiner Fläche auch diese Mulchschicht mit drin? Da, wo wir das dicke Mulch haben, das ist die 10 Hektar um den Hof und da machen wir kein Heu, da sind nur die Tiere. Dann haben wir die Flächen, die ein bisschen weiter weg sind, da ist der Mulch noch nicht so dick und da machen wir aber auch Heu. Das heißt, wenn das uns wegwächst, wird da Heu gemacht. Von daher kann ich die Frage gar nicht beantworten, weil da, wo das dicke Mulch ist, haben wir noch kein Heu gemacht. Und bei den anderen Flächen sind wir noch nicht bei dem dicken Mulch. Aber generell wollen wir ja von dem Heu sowieso wegkommen. Das heißt, unser oberstes Ziel ist, dass am Ende vom Herbst so viel Futter draußen steht und die Kühe sich das alleine ernten. Ja, wie gesagt, wir waren dieses Jahr schon einen Monat weiter und eben auf YouTube siehst du einen Film, wie es am 1. Januar aussah. So wünsche ich mir das demnächst den ganzen Winter über. Das geht auch, geht sogar noch besser. Ich kenne es nur von den Amerikanern, die Kühe können halt lernen, unterm Schnee durchzufressen. Und da wird das Gras noch besser konserviert als bei uns, wo wir nie Schnee haben. Oder so gut wie nie Schnee. Ich habe mal eine Frage zu, wie läuft das dann so in der Herde ab? Also das erste Mal, als ich davon gehört habe, dachte ich, oh je, die haben ja dann gar keinen Platz, sich aus dem Weg zu gehen, wenn die so eng zusammengefercht sind. Sah jetzt bei den Fotos ganz anders aus. Gab es da irgendwie Probleme in der Umstellungsphase? So eng sind die ja auch nicht. Ja, ich denke, wir müssen einfach umdenken lernen. Wir kennen nur die Bilder, dass wenig Tiere auf großen Flächen sind. Aber eine natürliche Herde ist sehr eng. Ja, wenn man nochmal sich, was weiß ich, so alte Büffelherdbilder in den Kopf holt, die sind sehr eng, noch viel enger, als wir das hier je haben. Und so ziehen die halt über die Lande. Und sowas haben wir ja eigentlich nicht. Und wir versuchen das mit den Zäunen ein bisschen nachzuahmen, aber ja, ich kenne es zum Beispiel von Amerika, von Bauern, die jetzt gegen die wegen den Wölfen den Tieren nochmal beibringen, sich wirklich in der Herde aufzuhalten und nochmal richtig dicht sind, auch als Verteidigung gegen die Wölfe. Aber die sind viel enger noch als unsere, also nee, ist kein Problem. Ja, super, vielen Dank. Genau, danke.